Hallo an alle, die die Sendung Abende für die Seele lieben. Thema dieses Beitrags ist zärtliche Romantik. Zärtliche Romantik? Sehen wir mal nach, was wir darüber finden. Zärtliche Romantik ist gefühlvolle Zuneigung voller Zartheit und Sensibilität. Letzte Woche erklärte Lili Onisch zu ihrer Sendung, zärtliche Romantik ist losgelöst von der Geschichte der Blumen, des Frühlings, die seltene Reinheit, aber auch die Kraft der Unschuld. Das bringt mich gedanklich zur schönen Liebesgeschichte zwischen Clara und Robert. Der junge Komponist Robert Schumann wohnte ungefähr ein Jahr zu Gast beim Musikprofessor Friedrich Wick ab Oktober des Jahres 1830, um Unterricht in Komposition und Kontrapunkt zu nehmen. In dieser Zeit begann die Liebesgeschichte zwischen Robert und der Tochter des Professors, Clara Wick, die damals 16 Jahre alt war. Vielleicht war es wegen ihres jungen Alters oder auch nicht. Der Professor wollte diese Beziehung jedenfalls nicht akzeptieren. Er versuchte mit allen Mitteln, sich dieser Beziehung in den Weg zu stellen, jeder Art von Kommunikation zwischen den beiden. Bemerkenswert ist die Geduld der beiden Liebenden und die wunderschönen Liebesbriefe und Kompositionen, die sie sich gegenseitig gewidmet haben. Wahre Dokumentationen, die zärtliche Zuneigung und romantischen Geist, aber auch Respekt und Vertrauen definieren. Schließlich heirateten Robert und Clara genau einen Tag vor dem 21. Geburtstag der Braut. Die Trauung fand in der Gedächtniskirche Schönefeld bei Leipzig statt. Würde die Geschichte hier enden, wäre es gut. Aber leider, nach 16 glücklichen Ehejahren wurde Robert krank und starb. Er hinterließ 8 Kinder und eine liebende Frau, die mittlerweile beruflich und privat eine starke Persönlichkeit geworden war. Für eine Frau des 19. Jahrhunderts machte Clara eine große Karriere, wurde eine gefeierte Pianistin, war außerdem Komponistin,
Pädagogin, Konzertunternehmerin und Herausgeberin musikalischer Werke. Gleichzeitig war sie Hausfrau und achtfache Mutter. Beeindruckend. Kommt doch mit mir nach Frankfurt am Main, um nach Spuren von Clara Schumann zu suchen. Wir befinden uns hier vor der heutigen Musikakademie Dr. Hochs Konservatorium. Dieses neue Gebäude wurde in 2005 eingeweiht und ist mit Kursräumen und Konzertsälen, jeweils mit sehr guter Akustik, ausgestattet. Der größte Konzertsaal trägt den Namen von Clara Schumann. Leider ist es uns wegen der aktuellen Pandemie nicht möglich, hineinzugehen, aber die Ansicht von außen kann ich euch anbieten. Stehen wir vor der Villa Clara Schumann, in der die Professorin ab dem Jahr 1878 wohnte. Das Konservatorium, das heißt das originale Gebäude in der Eschersheimer Landstraße, war von hier aus sehr nah. Neben ihrer pädagogischen Aktivität, während der Zeit, in der sie hier wohnte, arbeitete Clara Schumann mit dem Verlag Breitkopf und Hertel zusammen, um das gesamte Musikwerk und Schriften ihres verstorbenen Mannes zu publizieren. Im Jahr 1896 starb sie, nur wenige Monate nach einem Schlaganfall.
Leider können wir auch hier nicht zu nah filmen, weil die Villa privat bewohnt ist. Aber die Gedenktafel an der Hauswand erinnert uns an Claras letzten Arbeitsplatz. Drag pentru emisiunea Ser de Suflet. Ich hoffe, euch hat meine Geschichte gefallen. Danke sehr, Lili Onisch, für dein Engagement bei der Produktion der Sendung Abende für die Seele.